das 14. Türchen des Adventskalenders. Heute mit einer Kapitel-Review zu Haruka Reset, und zwar Kapitel 25. Nun, es geht um Haruka, und die ist eine Buchautorin und ja, ist da gerade beim Schreiben und ja, merkt auch schon, dass sie sich gerade nicht so konzentrieren kann und beschließt, eine Pause zu machen. Auch weil im Winter geht die Sonne früher unter und in dem Kapitel ist gerade Winter, ist er ganz so, ja, ein bisschen melancholisch, als sie so aus dem Fenster schaut. Und dann beschließt sie sich, einen Tee zu machen, weil ihr ist auch kalt, obwohl sie heizt, aber irgendwie ist sie so ein bisschen kalt. Also macht sie sich einen Tee. Und ja, das war auch irgendwie das Kapitel. Es geht dann, ja, holt sie dann so diese Kräutermischungen raus. Wenn sie dann manchmal in der Stadt in so einem Einkaufszentrum ist, da holt sie sich dann, da gibt es so ein Teegeschäft und da hat sie sich halt den Tee, ja, zusammenstellen lassen. Da gibt es so einen kurzen Rückblick, wie sie da ist, dann kurz mit dieser Verkäuferin redet, die empfiehlt ihr dann so ein paar Teesorten und auch, dass man sich scheinbar selbst eine Mischung zusammenstellen kann, und das hat die gute Haruka getan. Ja, dann bereitet sie diesen Tee zu, findet diesen Job als Teeverkäuferin ganz, ganz klasse und stellt sich vor, wie es wohl wäre, wenn sie so ein Teegeschäft hat, weil sie das an so ein Hexenhaus erinnert, wie so eine Hexe, die Tränke braut. Das findet sie, wie gesagt, dann auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und ja, trinkt dann halt ihren Tee, bereitet sich den zu. Und am Ende kommt dann plötzlich so ein anderes Mädchen rein, die wir überhaupt nicht in diesem Kapitel gesehen haben. Die ist wirklich nur auf der letzten Seite und sagt, was anderes als schreiben kannst du doch gar nicht. Und dann überlegt Haruka, ob sie nicht vielleicht eine Geschichte oder ein Buch über einen Hexenteeladen schreibt. Ja, mehr passiert in diesem Kapitel auch nicht. Wie gesagt, Haruka kocht sich einen Tee. Also ja, man muss aber sagen, Haruka sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Und als sie sich davor schon in diesem Hexen-Outfit, was dann doch irgendwie recht freizügig ist, ja. Aber bis auf das und so, ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein reiner Slice of Life-Manga. Nicht schlecht, also das Kapitel war jetzt nicht schlecht. Es war halt, es hatte halt nur nicht wirklich Inhalt, außer, ja, sie kocht sich Tee. Ja, ist, kann man so mal lesen. Und ja, ist ein netter Slice of Life-Manga, wirklich für zwischendurch. Das ist für den mal was, dann nimmt man sich dann mal ein Band, liest den dann mal. Hat da ein paar nette Kapitel mit so Slice-of-Life-Geschichten. Und ja, das war's dann. Wie gesagt, mehr kann ich zu diesem Kapitel will ich nicht sagen, was für dich nur ist. Tee gekocht, und es geht nicht mehr wirklich so rum. Ich habe nämlich anfangs gedacht, okay, gut, jetzt wird dir ja irgendwie erklärt, wie dieser Tee da aufgebrüht wird und irgendwie mehr über Teesorten. Hätte sein können, dass es ein Manga ist, der sich um Tee dreht. Sowas gibt es sicherlich auch. Aber nee, Haruka Reset ist das nicht. Nur dieses Kapitel drehte sich halt um Tee. Und ja, das Kapitel war jetzt auch tatsächlich nicht sonderlich lang. Das kommt jetzt auch noch dazu. Ja, eure Meinung zu diesem Manga, wie immer in die Kommentare. Kennt ihr ihn? Und wenn ja, verfolgt ihr ihn vielleicht regelmäßig? Seid ihr vielleicht schon große Fans und verfolgt den Manga? Keine Ahnung, seit Band 1? Oder seid ihr auch jetzt erst aufmerksam auf diesen Manga geworden? Und dann sag ich mal, sehen wir uns beim nächsten Türchen wieder.